Und ich hoffe, das hat jetzt auch nicht irgendwie noch Nachteile für das spätere Spiel. So, jetzt können wir mal ganz kurz hier bombardieren. Haha, bam, bam, bam. Und vielleicht eventuell hier so einen Einzelkampf herausfordern. 69%, komm. Dann haben sie wenigstens einen General weniger im Einzelkampf besiegt. Nein! Meiner wurde besiegt. Du hast nix drauf. Du Socke. So, da kann man noch ein paar Linieninfanterie ausbilden und hier oben. Jetzt hör doch mal auf. Mann. Hier oben auch. So, Linieninfanterie ohne Ende. Da müsste ich eigentlich noch einen General hochschicken. Da habe ich einen drin, glaub. Ja, habe ich auch. Gut. Oh je, der braucht aber eine Menge. Ja, okay, es ist ja auch gerade Winter. Das heißt, er wird ein bisschen langsamer laufen. Okay, und oh, da kann ich Kanonen bauen. Cool. Cool. Dann baue ich dann auch später nochmal ein paar Kanonen. Ja, damit ich auch mal ein paar Kanonen ins Feld führen kann. Die wollen natürlich wieder Frieden, nehmen wir aber nicht an. Shogunat-Vorhut aus Obama. Japan ist aber auch ziemlich viel Bürgerkrieg. Dieser Clan hat euch den Krieg erklärt. Oh. Jetzt ist die Frage, wo die hocken. Das möchte ich gerne mal sehen. Friedensvertrag? Nein. Dieser Clan hat euch den Krieg erklärt. Ach, fickt euch. Leute. Ach, das waren die. Ach, jetzt erklären wir alle Shogune, treuen Typis da den Krieg. So wie es aussieht. Also zumindest die ich, wo ich kenne. Und dann kann man gleich mal gucken gehen, wer denn das jetzt alles ist. Ich hoffe nicht allzu große. Clan schließt sich eurem Feind an. Na toll. Verrat! Dieser Clan hat sich unseren Feinden in einem Krieg mit uns angeschlossen. Die natürlich auch, ganz viele. Je. Wer denn jetzt alles? Die da? Die da hinten? Die jucken mich nicht. Die da hatte ich sowieso schon im Krieg. Die da auch. Und die da oben? Ja, okay, ist. Ja, jetzt haben wir aber auch jede Menge Feinde. Mensch. Machen wir die mal die noch so. Bam, bam, bam. Und ich weiß jetzt nicht, marschiere ich jetzt erstmal noch gegen die Roten oder greife ich die Blauen an? Ist jetzt natürlich scheiße, dass ich mit beiden im Krieg bin. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Widerstand gegen Invasoren minus 8. Das kann man mal. Ja, Steuern wieder verlangen. So. Und vielleicht noch kommen. Bild hier noch mehr Infanterie aus. Zack. Und das sollte ich vielleicht mal ein paar Kanonen bauen. Komm, ich baue mal ein paar Kanonen. Drei Stück. Dauert jetzt auch eine ganze Weile, aber ich muss ja sowieso noch eine Weile da drin bleiben. In der Stadt. So. Da werden auch noch ein paar rekrutiert. Und sollen wir da noch ein paar an die Front schicken? Schicken wir vielleicht mal einen, um so ein bisschen was kaputt zu machen oder auch nicht. Dachte, die wären vielleicht schnell genug, aber naja. Ja, egal. Schicken wir wieder zurück. Wo war denn mein General, den ich hier losgeschickt habe? Da. Da kenne ich eigentlich auch noch gerade ein paar. So. Den nehmen wir dann gerade mit. Und dann bin ich auch schon wieder pleite. Und kriege jetzt natürlich auch gleich wieder ein bisschen weniger Geld. Durch eben die ganzen Truppen, die ich jetzt unterhalten muss. Und die haben eigentlich nicht viel. Die wollte ich eigentlich ja sowieso angreifen und noch besetzen. Aber die haben ja nicht, besonders viel da drin. Und jetzt ist eigentlich auch relativ praktisch, dass sie mir jetzt so den Krieg erklärt haben.
So, dann machen wir jetzt nochmal einen Einzelkampf. Ah, nein, ich habe nicht genug Geld. Fuck. Ja, okay. Da forschen wir immer noch das. Und jetzt mögen mich eigentlich alle Kaisertreuen mögen mich jetzt. Und alle Shogun-Treuen sind mit mir im Krieg halt. Jojo. Ach, jetzt verpiss ich das Schiff endlich mal. Jetzt kann ich da wieder reparieren. Yippie. Ah, dieser Glanz euch den Krieg erklärt. Noch einer. So will ich das haben. Naja, eigentlich nicht. Aber wenigstens muss ich da nicht den Krieg erklären und komme dann so böse rüber. Jetzt fragt sich aber nur, wo der Clan ist, der mir den Krieg erklärt hat. Werden wir gleich mal nachgucken gehen. Tatsuno. Ki. I. Ki. Clan schließt sich dem Feind an. Alter. Übertreibt's doch nicht. So, die weiß ich. Die weiß ich auch. Die jucken mich aber nicht. Okay, das sind die da. Die sowieso, die auch. Und ja, okay. Noch ein Clan da hinten, der interessiert mich aber nicht. So, dann die hier wieder bombardieren. Pam, pam. Die haben jetzt auch schon jede Menge Truppen verloren, ach du Mann. Ach du Kacke. Noch zwei Runden. Und das Widerstand gegen Invasoren, das geht auch langsam aber sicher runter. Bald. Jetzt kriege ich nur noch 3700. Kostet Linieninfanterie schon ein bisschen was. So, die schicken wir noch mit. Dem stecken wir ihm dann gleich noch hier rein. Komm schon, und... Oh. So, mehr Linieninfanterie noch hier und... Wer sind eigentlich besser? Sind die besser, oder? Natürlich, Linieninfanterie ist besser. Ist ja auch logisch. Ein bisschen. Vielleicht könnten wir jetzt eigentlich auch mal anfangen, so ein bisschen Bündnisse zu schmieden. Vielleicht mit denen, wie heißen denn die? Matsue oder so. Hier, die da. Nein. Die da möchte ich. Genau, die sind auch geschätzt. Bündnis anbieten. Bündnis mit verbündeten Feinden nicht möglich. Mit wem bin ich denn verbündet? Eigentlich ja mit gar keinem, außer mit meinen Vasallen. Vielleicht sind die einfach zu viel verbündet. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Also, tschüss. Willkommen zurück zu Let's Play Shogun 2, Fall of the Samurai. Es ist wieder etwas länger her, dass ich gespielt habe. Aber ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe so ein bisschen offline weitergespielt, sozusagen. Das soll jetzt irgendwie kein Cheaten sein oder so, nur so ein bisschen in die Zukunft gucken, so mäßig, und dann noch ein bisschen rausfinden, was jetzt alles noch Schönes passieren wird und also was wahrscheinlich passieren würde. Und das heißt, ich habe da jetzt schon ein bisschen Erfahrung, sag ich jetzt mal. Also, was jetzt so auf uns zukommt, aber ja, dafür bekommt ihr jetzt wahrscheinlich aber nicht so viel mit. Ich werde es versuchen, noch möglichst so zu halten, als ob es alles total unvorausgesehen passiert und so. Ja. Und ich werde auch nichts verraten. Nur damit ich ein bisschen mehr mich drauf einstellen kann und so, weil es war teilweise ein bisschen ein Fail, wo ich da abgeliefert habe, also offline. Und das habe ich mir gedacht, da habe ich keinen Bock drauf, dass das im Let's Play passiert. Und naja. So, jetzt machen wir erstmal den kleinen General hier kalt. Mit unserem ausländischen Veteran. Im Einzelkampf besiegt. Nein. Der hat doch echt nichts drauf. Der hat nichts drauf, der Junge. Ja, und ich habe mir auch überlegt, ne?
Ob ich jetzt vielleicht die hier noch einnehme und dann mit denen da Frieden schließe, weil das sind ja eigentlich auch Kaisertreue, oder? Moment, Besitzer irgendwas mit Toku, bla bla bla. Da. Wo steht denn das? Ach so, ja, Treue, kaiserlich, gut. Dann fragen wir sie mal. Sprecht, wenn es sein muss. Zufriedenstellend. Kann man annehmen. Vielleicht noch Handel? Jawohl. Handel ist doch immer toll. Ich liebe Handeln. Aber sie mögen mich immer noch nicht. Ist ja auch eigentlich relativ logisch, weil ich hatte ja eine Weile mit denen Krieg und so, ne? Jetzt habe ich gerade wieder verplant, wo die sind. Scheiße. Achso, ja genau, das waren sie. Feindliche Agentenbewegung, minus 50, Bündnis mit dem Feind, minus 28, Missachtung von Abkommen, minus 25, Handelsabkommen plus 15, jawoll. Kriegserklärung an Verbündeten, ja. Und territoriale Expansion, das ist ja nix. So. Dann können wir mit denen nämlich ein bisschen gucken. Beziehungsweise, Moment. Ich habe überlegt, dass ich mal hier vielleicht ach nee, stimmt, ich muss ja erst noch hier einnehmen. Hier. Nicht hier. Aber das da. Nein, das nicht. Vielleicht später, aber jetzt noch nicht. So, und da oben müsste ich auch noch einnehmen. Mit denen bin ich ja auch noch im Krieg. Das sind ja auch Shogun. Doch, Shogun-Treue. Ich hab gedacht, what the fuck, Shogun? Doch, stimmt ja. Shogun. Und die Ninjas, die sind auch irgendwie lausige Mörder. Ganz lausige. Normalerweise, ja, Ninja, perfekte Mörder und so, ne? Denkt man ja. Ist aber irgendwie nicht so, komischerweise. Oh. Dann, Moment. Ja, ich muss mich reinfinden. Die haben beide Kinder. Das ist ja sui. Wie geht's, sieht's jetzt aus mit Steuern und so? Moment, nein, das war falsch. Hier. Sieht auch alles ganz easy und locker und flockig aus. Nur hier ein bisschen. Sind so ein bisschen böse. Wegen, weil. Modernisierung, Verwüstung. Okay, das kann man noch. Kann man noch verkraften, das Verwüstung, das baue ich ja schließlich jetzt gerade wieder. Das repariere ich gerade wieder. Soll ich hier vielleicht so eine Polizeistation bauen, damit sie ein bisschen glücklicher werden? Ja, kann ich machen. Ja. Ich kriege jetzt relativ viel Geld. Und dann beenden wir mal die Runde. Ich habe jetzt übrigens auch hier oben Friedensvertrag. Nein, das nehmen wir ausnahmsweise nicht an. Die möchte ich nämlich noch gerne einnehmen. Und ich muss das wahrscheinlich so machen, dass ich ein bisschen mehr auf Flotten setze. Ja, damit. Ja, ich habe eigentlich nicht gedacht, dass irgendwie jemand kommt und versucht, bei mir eine Invasion zu machen, weil die hocken ja alle da hinten, ne? Aber das passiert durchaus. Und wenn ich da genug Flotten habe, dann werde ich wahrscheinlich das größtenteils aufhalten können, weil es war dann ein bisschen scheiße. Also, das ist jetzt aber auch alles, was ich verrate. Weil viel mehr möchte ich da nicht sagen. Clan schließlich eurem Feind an. Sado. Hayo. Und Morioka auch. Und Matsumae auch. Und sonst nichts. Mission fehlgeschlagen. Ja, das sollte ich ja ein paar rekrutieren, aber das juckt mich nicht. So, dienstwillig werbe ich natürlich an. Der Krieg wütet und die Feinde des Kaisers sind überall. Die benachbarte Provinz wird von Shogunatsloyalisten kontrolliert und sollte umgehend eingenommen werden. Welche denn? Busen, ja natürlich. Hatte ich auch schon ein Augenmerk drauf geworfen. So, da wurde was gebaut. Ach du Scheiße, ist die Stadt geil. Die Stadt ist richtig sexy. Und ja, da brauchen wir noch mehr Linieninfanterie, weil. So halt. Und den schicke ich wieder zurück, weil ich möchte hier sehen. Ach du, die haben ja fast gar nichts da drin. What the hell? Reicht es, wenn ich die. Soll ich mal einen da drin lassen? Moment. Kann man mal gerade mal gucken. Ja, das geht.
Ha, dann nehme ich mir schnell die Stadt. Mach natürlich wieder hier automatisch, weil bei so einer Wahrscheinlichkeit, da brauche ich doch nicht das Gefecht selber spielen. Jawohl. Jetzt werden wir mal sehen hier, friedlich besetzen. Oder ich könnte es auch zum Vasallen machen, aber nein, ich mache friedlich besetzen. Und was bringt es überhaupt? Plus 1 auf die Moral von Landeinheiten und Moral aller Schiffe. Das klingt doch gut.